Ahoi. Vor wenigen Wochen war Dresden wieder leider sehr negativ in den Schlagzeilen. Ihr habt es sicher mitbekommen, am 4. Oktober gab es einen tätlichen Angriff auf zwei Touristen in der Altstadt. Dort wurde auf zwei Männer mit Messern eingestochen. Einer der beiden Touristen starb aufgrund seiner Verletzung. Der andere überlebte, allerdings schwer verletzt. Am 20. Oktober fasste dann die Polizei einen Tatverdächtigen. Der 20-jährige Syrer Abdullah Al-Haar wurde festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Dieser Fall löste bundesweit wieder eine sehr große Diskussion aus. Und wir sind ein bisschen irritiert, wir sind ein bisschen schockiert, was dort jetzt gerade wieder losgetreten wird. In der Tagesschau vom 23.10. wurde darüber berichtet, dass die Innenminister und Ministerin des Bundes in Erwägung ziehen, den Abschiebestopp nach Syrien, der bis zum Ende des Jahres immer noch gilt, vorzeitig aufzuheben. Unser Innenminister, CDU Wöller, sagte, das Schutzinteresse unserer Bevölkerung muss höher gewertet werden als das Schutzinteresse Einzelner. Da kriege ich Gänsehaut. Was genau stört uns jetzt an genau diesen Plänen und diesen Aussagen? Es ist zum Ersten ein Grundsatz, den ich hier nochmal wiederhole und ich hatte eigentlich angenommen, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie ist das nicht notwendig. Aber es gilt bis zum Beweis der Schuld die Unschuldsvermutung. Wir wissen noch nicht, ob dieser Mann diese Straftat begangen hat. Bis das Gericht eine Person verurteilt, dieses Verbrechen begangen zu haben, haben wir keine Klarheit und bis dahin können wir aufgrund einer Tat nicht gleich wieder einen Riesenfass aufmachen. Zum Zweiten, aufgrund einer Person, die mutmaßlich ein Verbrechen begangen hat, soll jetzt wieder über eine gesamte Gruppe Menschen entschieden werden. Das Abschiebeverbot oder der Abschiebestopp, besser gesagt, der gilt für Menschen, die aus Syrien kommen. Wenn jetzt aufgrund dieser einen Person dieser Abschiebestopp aufgehoben wird, dann öffnet das natürlich Tür und Tor auch die anderen Syrerinnen und Syrer, wieder dorthin abzuschieben, aus mehr oder weniger triftigen oder eben banalen Gründen. Und Syrien ist kein sicheres Land. Es ist der falsche Weg, dieses Verbot, diesen Stopp jetzt aufzuheben. Ich gehe davon aus, dass 99% der Syrerinnen und Syrer in Deutschland auf dem Boden der Verfassung stehen. Hören wir bitte auf mit der Doppelmoral. Betrachten wir einzelne Fälle nüchtern und neutral und schauen dann, gehören diese einzelnen Fälle in einen größeren Zusammenhang. Und dann lösen wir die Probleme, die daraus entstehen.